Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf die allerersten Videos von Chaos Flo 44. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Flo hat ja vor ein, zwei Monaten oder so auch schon auf mein allererstes Video reagiert. War sehr unangenehm. Ich muss mal gucken, wie findet man das denn hier? Alte Videos, wenn ich das suche? Ah, hier ist es. Flo reagiert auf das erste Video von Last Easy Ryan und mehr. Und mein allererstes Video war League of Legends. Das war ein richtig unangenehmes Video. Aber ich glaube, alle ersten Videos sind unangenehm. Von der bin ich sehr gespannt, wie das erste Video von Chaos Flo 44 ist. Oh, der hat sogar heute was hochgeladen, wo ich dabei bin. Let's go. Okay, älteste Videos vor 12 Jahren einfach. Das geht nur 2 Minuten 56. Das ist gar kein Let's Play, oder? Hat der mit Tutorials angefangen? Okay, da müssen wir direkt mal reinschauen. Ich glaube, wir schauen uns ein paar mehr an. Der hat vom hier anscheinend auch einen Sketch oder sowas hochgeladen. Das ist ja krass. Ey, ich bin richtig gespannt. Okay, das hat auf jeden Fall 273.000 Aufrufe. Läuft auf jeden Fall, ne? Dafür, dass es 12 Jahre alt ist. Ich bin sehr gespannt. Bitte sagt mir, dass es... Okay, es ist 480p, hätte ich mir eigentlich denken können. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder mit... Oh mein Gott, klingt der anders. Chaos 44 und ja... Was? Es ist eine neue Version von Minecraft erschienen, nämlich die Beta 1.7. Der klingt halt ganz anders. Aber das war wahrscheinlich auch vor dem Stimmbruch und alles. Aber man kann trotzdem immer noch erkennen, dass er es ist. Also an der Stimme merkt man es irgendwie trotzdem ein bisschen. Und ja, heute zeige ich euch mal alles so, was da neu ist. Und ja, bitte. Fangen wir gleich mal an. Ich möchte wissen, was alles neu ist. Das Wichtigste ist mal... Es sind die Pistons. Warte, da sind Pistons rausgekommen. Sticky Pistons oder was? Minecraft Beta 1.7. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wann habt ihr angefangen, Minecraft zu spielen, in welcher Version? Ich weiß es bei mir leider nicht genau. Ich weiß nur, dass es auch in der Beta war. Aber ich weiß leider gar nicht mehr, wann. Die können andere Blöcke verschieben, wenn sie mit Redstone gepowert werden. Ja, so craftet man die. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als die rausgekommen sind. Vielleicht habe ich auch schon, vielleicht gab es schon Pistons, als ich gespielt habe. Ich weiß es nicht. Okay, der zeigt uns jetzt anscheinend, was es alles gibt. Ich bin gespannt. Es gibt Pistons. Flo, was ist denn noch erschienen? Sticky Piston, wow. Er gibt ein Sticky Piston. Also, boah, danke, Flo. Was würde ich ohne dich machen? Und doch anziehen. Es ist doch einfach uncut, aber ist ja klar. Die craftet man sich so. Die Schere ist neu, als ob. Okay, warte mal, da müssen wir mal direkt kommentieren hier. Das hat auch 3000 Kommentare. Lars hat auch kommentiert. Ich würde das gerne sehen mit Pistentür, please. Ich kommentiere. Vielen Dank für deine Minecraft-Update-Videos. Durch dich weiß ich immer, was es Neues gibt. Bitte mach weiter so. Kommentieren. Schauen wir noch ein bisschen weiter und dann gehen wir zum nächsten Video. Normal, hot, kriegt man kein Wolle mehr. Hat man sonst Wolle bekommen, wenn man die einfach nur gehauen hat, oder wie? Und wenn man sie dann tötet, dann... Er tötet einfach das Schaf, ich glaube es nicht. Nur eine Wolle. Eine Wolle. Die Bildqualität, die ist einfach das Beste. Wenn man die Schere rechts klickt, zack, kommt man, ja, Wolle. Boah, 4 Wolle sogar. Okay, Scheren. Seltene Sachen in Minecraft. Sie können schnell, also sie können Blätter hacken. Okay, was gibt Blätter hacken? Was gibt's denn noch Neues? Gibt es da noch irgendwas, was, Zäune? Sind da Zäune rausgekommen? Früher hat man immer Erde und so und ja, ihr wisst ja wieder. Okay, aber ich muss sagen, für das erste Video ist es echt gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist, glaube ich, vor allem komplett uncut, einfach 2 Minuten 55 durchgelabert und alles super gezeigt bis jetzt, ne? Also ich finde, für das erste Video ist es echt nice. Ah, das ist das, was Lars meinte mit dieser Pistentür. Da möchte ich auch ein Video zu haben, glaube ich. Das kriege ich nicht hin sonst. Also mit Pistons. Ja, Pistons. Also mit Sticky Pistons kann man so einen Eingang machen. Ja, da müsste ich auch nochmal kommentieren. Ach, das hat schon 221 Antworten. Ich antworte doch nicht drauf. TNT kann man nur noch mit Feuerzeug und so zünden. Also TNT kann man nur noch mit Feuerzeug zünden. Mit Redstone-Signalen. Und wenn man Feuerzeug rechtsklickt, damit da oben das abbrennt, dann explodiert es auch. Okay, danke Flo. Erstmal ein Like da lassen. Ich eigentlich schon hier ein Like da gelassen auf dem Video, Leute. Wenn nein, dann macht das gerne mal und auch gern kostenloses Abo. Wir gehen weiter zu Minecraft 001 zwischen Eis und Schnee. Da hat er sein allererstes Let's Play gemacht. Aber ich glaube, bevor wir uns das anschauen, würde ich mir gerne Minecraft The Melon Monster angucken. Das ist einfach ein Sketch, den er gemacht hat. Wenn das wirklich vor 12 Jahren ein Sketch, das ist richtig krass. Ich bin gespannt. The Melon Monster. Ich finde auch geil, dass er damals schon den Skin hat. Den hat er nie geändert, oder? Was? Was macht Steve da? Auch spannende Musik. Nein, der klaut einfach die Melonen. Und isst sie. Was? Junge. Die Musik. Junge, was?
Alter, was hast du hier für... Was sind das für Soundeffekte? Was? Das ist eines der besten Videos, die ich hier gesehen habe. Ey, das ist richtig gut. Das ist 12 Jahre alt. Und dann hat er sowas einfach schon gemacht. Das ist ja richtig krass. Okay, ich bin gespannt. Ich frage mich, ob das wirklich seine ersten Videos sind oder ob der noch ältere hat. Weil mein erstes Video, was auf meinem Kanal online ist, ist zum Beispiel nicht mein allererstes. Ich habe vorher schon mal eins hochgeladen, was aber so schlecht ist und so eine Kackqualität und alles ist da. Ich habe super viele Videos noch auf meinem Channel, die auf nicht gelistet sind. Ich glaube, mein ganzes erstes Jahr auf YouTube, was ich gemacht habe, da sind alle Videos auf nicht gelistet. Das waren aber alles Uncut Let's Plays. Teilweise, mein erstes Video war damals auch schon League of Legends Uncut. Irgendwann habe ich sogar auch schon Minecraft gemacht, aber alles viel zu lang. Ich habe sogar einen Zelda Let's Play gemacht. Ich glaube von, was waren das? Wie hieß denn das? Ja, wie hieß denn der Teil? Habe ich A Link to the Past gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen mal in das Let's Play hier rein. Ich bin so gespannt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kasper45 und ja, das ist meine erste Folge. Ich will auch mal den Anfang hören. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kasper45 und ja, das ist meine erste Folge von Let's Play. Cool. Und ja, ich spiele jetzt ohne Mod, außer ein Mod, den Apfelbaum-Mod. Ohne Mod? Das gibt's ja gar nicht. Er hat damals schon mit Mods gespielt, was? Ich Apfelbäume mit Äpfel. Und ja. Leute, das ist die Minecraft Beta 1.7.3. Und Flo hat schon mit Mods gespielt. Das ist krass. Neue Welt. Wie nennt er die Welt? Ich bin gespannt. Let's Play 001. Nennen wir diese Welt die... Play? Play-Welt. Cool. Guter Name. Ja, mach nur 01, bitte. Ach, schade. Ich finde aber, dass die Audioqualität, ich muss wirklich gerne mal wissen, mit was der das aufgenommen hat, mit was für einem Headset. Ich finde, die Audioqualität ist auch voll in Ordnung. Das ist voll okay. So, hier sind wir im Schnee. Ich hatte damals mein allererstes Headset, war so ein 10-Euro-Headset. Da habe ich mich gefühlt gar nicht mit verstanden. Und ich finde, das hier ist der Sound in Ordnung. Und, Alter, hier ist Field of View einfach auf 70. Konnte man das damals umstellen? Das ist nicht mal 70, oder? Das sieht aus, als ob das auf 30 ist. Konnte man das schon damals umstellen, die Sichtweite, oder ging es noch nicht? Und übrigens, ich spiele auf normal. Warte, die Einstellung. Kann man das hier umstellen? Nicht, das konnte man echt noch nicht umstellen damals, ne? Das ist schlimm. Die Ränder sind auch wirklich gut. Und ja, suchen wir mal das Holz. Ich habe nie verstanden, wie man es schafft, diese Ränder hinzukriegen. Ist es, wenn der Monitor so eine kleine Auflösung hat, oder wie ist das ich passiert? Ich habe die Beta 1.7.3, also die neueste Version. Flo, pass auf, das ist ein Schaf. Nicht killen, Flo. Wir haben schon gelernt aus deinem ersten Video, du brauchst eine Schere am besten. Weil ich brauche Wolle für ein Bett und eine Schere. Man muss sagen, Flo hat schon immer alles ein bisschen anders gemacht. Ne? Das ist ja schon mal legendär hier. Normales Minecraft Let's Play Folge 1, was macht man? Holz abbauen als erstes. Flo nicht. Flo hat direkt einen Mod installiert und killt ein Schaf als erstes, anstatt Holz zu farmen und will sich direkt ein Bett craften. Also, richtig nice. Ich kriege aber richtig Nostalgie-Feeling, wenn ich so altes Minecraft sehe. Das ist schon krass. Die droppen nicht mal Fleisch, die Schafe. Er hat gar keinen Ton, oder? Das merke ich jetzt erst. Oder hatten die Bäume damals keinen Ton? Er hat gar keinen Ingame-Sound. So. Doch! Da hat man es gerade gehört. Ja, doch, Ingame-Sound. Bei den Blättern hört man das. So. Aber die Bäume haben gar keinen Sound gemacht. Hatten die damals keinen? So. Was ist das Erste, was er craftet? Ich. Pickaxe? Fange dann mal an. Eine mit Axt. Einer Holzhacke. Okay. Und eine Spitzhacke. Warum baust du dich Stein aber erst? Flo. Also der Speedrun-King von heute, der hätte das anders gemacht. Ich würde gerne sein erstes Haus sehen, was er baut. Werden wir wahrscheinlich am ersten Tag noch nicht. Baut er überhaupt ein Haus in der Folge? Ich glaube, er baut echt kein Haus in der Folge. Krass. Er hat kein Haus gebaut. Ich würde mir aber gerne nochmal irgendeinen Kurzfilm angucken. Hier nochmal Melon Monster. Oder Melon Monster 2 gucken wir uns an. Ist es genau das gleiche nochmal? Oder wie ist das? Okay, Melon Monster 2. Das Haus kennen wir schon. Genau gleiche Szene wie am Anfang. Oh! Nein! Flo, pass auf! Oh, er erwischt ihn. Jo! Flo, pass auf, der hat eine Melone. Oh, der hat eine Falle gebaut. Der Lava da rein. Der alte Sound auch noch, wenn man Damage kriegt. Aber die Melonen verbrennen dann eigentlich auch, ne? Es ergibt keinen Sinn, dass sie da jetzt liegen. Aber für den Sketch ist es natürlich besser, wenn die da rumliegen dann. Ey,
Flo, soll mal solche Shorts wieder machen. Das wäre richtig guter Short-Content. Jetzt mal wirklich, der hat eigentlich schon damals Shorts gemacht, vor 12 Jahren. Okay, jetzt will ich noch Melon Monster 3 gucken. Das muss er jetzt. Das ist immer die gleiche Perspektive, ne? Das sieht doch genauso aus, als ob der das alles hintereinander einfach aufgenommen hat. Das ist doch 1:1 gleich. Oh. Diesmal wartet Steve ein bisschen. Er schaut sich erst um. Oh, was hat er vor? Choose your weapon. Er hat sogar geschnitten jetzt. Also so Effekte mit reingebaut. Okay, er kann nur eins nehmen, oder was? Was nimmt er? TNT? Bringt ihm nichts. Eigentlich muss er die Tür nehmen, oder? LOL, das ist so ein interaktives Ding. Wie geil ist das denn? Das gab es früher richtig oft. Das habe ich ganz vergessen, dass das Leute gemacht haben. Was nehmen wir? Hier sieht man halt schon leider ein bisschen gespoilert, was passiert. Eisentür. Eisentür ist das Dümmste eigentlich. Ich will wissen, was passiert, wenn er die Eisentür nimmt. Okay, komm. Ich habe die Eisentür genommen. Was jetzt? Der sperrt sich doch dann nur ein, oder nicht? Jetzt geht er rein, place die Eisentür und jetzt? Ich fieber richtig mit. Oh, tja, Flo. Du hast bestimmt keinen Knopf dabei. Und keine Pickaxe. Was machst du jetzt? Oh, der baut das Gras, den Grasblock da drunter, glaube ich, ab. Renn weg, Steve, renn weg! Er ist halt selber gefangen jetzt. Was machen wir? Kiste benutzen? Was für Kiste benutzen? Okay, Wand abbauen wäre smart. Wir machen mal Kiste benutzen. Ich mache die dümmsten Sachen jetzt. Nutz die Kiste, komm. Die Musik ist auch richtig gut gewählt, finde ich. Oh. Er hat abgebaut. Und die Kiste blockt. MVP. Und jetzt baut er die halt einfach ab. Hä, hey, das ist noch eine Kiste. Wo ist die zweite Kiste hergekommen? Okay, jetzt müssen wir die Wand abbauen. Bau die Wand ab, bau die Wand ab. Schnell, 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 schnell. Er hat die Kiste gleich zerstört. Vom dahinter Stein, oder nicht? Oh nein, oh nein, oh nein. Tür ist weg. Ein Kürbis. Kann ich den benutzen? Okay, wir sind frei. Was jetzt? Als Kürbis tarnen. Das muss funktionieren. Flo hasst Kürbisse. Das muss funktionieren. Komm. Okay, wir sind als Kürbis getarnt. Das sieht so schlecht aus, die Tarnung. Funktioniert es? Es funktioniert! Easy, gewonnen, oder? Außer der kommt jetzt wieder. Aber ich glaube, wir sind safe. Ich glaube, wir haben es, oder? Was passiert jetzt? Enderman? Der macht uns demnächst, der hat einen Kürbis auf. Angreifen von ihm weg. Warum soll ich den angreifen? Hä? Nein, lauf weg von dem Enderman. What? Hau ab da. Wie lange geht denn diese Serie? Ich dachte, ich gucke mir noch einen 20-Sekunden-Clip ab und beende dann das Video, aber das ist ja insane hier gerade. Game over. Wir haben verloren. Nein. Okay, ich muss sagen, das war wirklich richtig stark, dass er damals schon so ein interaktives Ding gemacht hat. Das war einfach wirklich wie ein kleines Game, was man halt spielt. Und ich sehe, der hat hiervon auch schon ein Mod-Projekt gemacht, ne? Das ist richtig krass. Also Flo, von den ersten Videos bin ich auf jeden Fall begeistert. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr die ersten Videos und sollen wir vielleicht von wem anders noch auf die ersten Videos reagieren. Like und abonnieren nicht vergessen und auf Wiedersehen.